Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Final Fantasy Type-Zero HD. Und wie ihr seht, befinde ich mich in der Arena. Denn ich wollte euch mal zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn wir hier auch mal ein bisschen Erfolg haben beim Trainieren außerhalb des Spiels. Das Training war ein voller Erfolg. Übung macht den Meister, also sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Und wie ihr seht, haben wir dann mit verschiedenen Leuten, bei denen noch das Level mit angegeben wird, die Trainingsergebnisse dastehen und dazu auch, wie viel EP daraus generiert wurden. Und das reicht dann eben auch mal, um im Level aufzusteigen. Wunderbar, da ist ja einiges zusammengekommen, Mensch. Das war jetzt ungefähr der Lohn von 12 Stunden, ein bisschen über 12 Stunden. Ich glaube so 14 Stunden oder so waren es gewesen. Und wie ihr gleich sehen werdet, wenn ich mal auf das Team gehe, habe ich doch ein bisschen trainiert und ich habe auch mal so ein bisschen gewichtet, wie ich meine Figuren hier trainieren möchte. Und zwar ist es nämlich so, dass es doch günstiger ist, nicht alle 14 zu trainieren, sondern sich ein paar rauszusuchen. Und da ich jetzt mit allen doch mal relativ viel gespielt habe, also bis Level 20 habe ich alle hier in der Arena trainiert, um auch ein bisschen ein Gefühl für die Kämpfe mit denen zu kriegen. Und dabei habe ich jetzt meine zwei Hauptteams sozusagen herausgebildet. Also Seven, King und Nine, das wird mein Hauptteam werden, denke ich mal. Und Queen, Trey und Cater werden wohl das Ersatzteam sein. Die dahinter, die sind dann eben Backup, die werden ein bisschen niedriger vom Level sein. Die Gewichtung ist ungefähr so dann, also das wäre dann quasi das dritte Team, Machina, Ram und Ace. Dann Jack, Deuce und 8 als viertes Team und Size und Song werde ich wohl nie einsetzen, glaube ich. Ich habe nämlich so ein bisschen meine Probleme mit manchen Charakteren. Also mit Song ist das Problem, die kann unglaublich gut reinhauen. Die hat einen richtig heftigen Hieb drauf, allerdings ist er halt wahnsinnig langsam. Mit Size habe ich das Problem, sie ist mit der Sense unterwegs. Und mit der Sense ist es irgendwie ziemlich schwer, zuverlässig zu treffen, habe ich das Gefühl. 8 hat halt bloß die Fäuste und ist damit sehr nah am Gegner dran. Bei Deuce hat man nie das Gefühl, sie ganz unter Kontrolle zu haben, deswegen habe ich sie nicht mit dabei. So, dann haben wir Jack. Jack, der Katana-Typ, ne? Wenn du das Katana gezogen hast, dann ist er halt wahnsinnig langsam unterwegs. Ansonsten auch ein starker Hieb drauf, natürlich. Ace. Es gibt Fernkämpfer, die mir besser gefallen, muss ich sagen. Also, King ist der Fernkämpfer für mich, finde ich, weil er vom Timing her einfach am besten ist. Und Cater lässt sich irgendwie auch besser steuern, finde ich. Auch Trey, finde ich. So, Ram mit ihren Dolchen. Ja, gut. Ich glaube, bei ihr liegt auch der Fokus mehr auf der Magie, wenn wir uns mal die MP anschauen. Machina ist eigentlich nicht schlecht mit den Rapieren, aber ich will mich dann doch mehr auf andere Nahkämpfer konzentrieren. So, dann kommen wir zum zweiten Hauptteam, das ist, da geht's los mit Cater. Die Kristallitpistole, die ist ziemlich gut, finde ich. Also die gefällt mir relativ gut. Auch wenn sie vom Timing her nicht so genial ist wie King, weil die Kugeln doch eben unterwegs sind als so kleine Laserkugeln. Und nicht sofort einschlagen, wenn man schießt. Trey ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit dem Bogen, aber mit ihm kann man das ganz gut timen eigentlich, sodass man eben auch mal Verhängnistreffer landen kann. Queen mit ihrem Langschwert gefällt mir eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Vor allen Dingen haut sie halt auch ganz gut rein, wir sehen Angriffskraft 83. Da ist sie schon fast am Nein dran. Und Nein mit seinem Speer, der langt ja richtig zu, vor allen Dingen hat der halt auch gut TP, ne? So, da haben wir King. Wie gesagt, Revolver, das ist für mich, der ist für mich der beste Fernkämpfer eigentlich. Und mein Lieblingscharakter vom Kämpfen her, habe ich jetzt so festgestellt, ist eigentlich Seven. Mit der werde ich jetzt auch größtenteils durch die Gegend rennen, denke ich mal. Und sie ist halt auch von der Angriffskraft her wirklich gut dabei mit ihrem Schlangenschwert. Und vor allen Dingen ist dieses Schlangenschwert eine verdammt gute Kombination von Nah- und Fernangriff, weil man nicht so nah am Gegner dran stehen muss, um ihn zu treffen damit. Das ist eigentlich ziemlich cool. Trotzdem noch sehr gute Durchschlagskraft. Ihre TP habe ich mal ein bisschen verstärkt mit einem TP-Tonikum. Das gab dann noch 100 Trefferpunkte drauf bei ihr. Das habe ich bekommen für eine Mission im Ruhbrummer Land und das habe ich auch noch ein bisschen mitgemacht. Ich werde bloß mal ganz kurz auf Ace war es, glaube ich, wechseln.
Denn mit dem haben wir noch was uns anzuschauen. Ach ja, genau. Stimmt ja, da gibt's noch was. Neue Kostüme. Ihr seht hier, Ace hat eine andere Klamotte an. Die gab's. Ich kann euch gar nicht mehr sagen, wofür genau. War auf jeden Fall für jeden Charakter individuell. Ich glaube, wenn er 100 Feinde getötet hat mit... Nee, oder irgendwie sowas. Oder 30 Verhängnistreffer bei Feinden gelandet hat. Irgendwie so. Bis auf 2 habe ich das bei allen eigentlich freigeschaltet, soweit. Allerdings muss ich sagen, sieht es nicht bei allen wirklich cooler aus. Deswegen tragen es auch nicht so viele. So, nee, ich war auch ein bisschen fleißig gewesen im Ruhbrummer Umland. Ich bin nochmal in der Korsi-Grotte gewesen und habe festgestellt, es gibt dort nicht so viel mehr als das, was wir schon entdeckt haben. Die Gegenstände für die Quests scheine ich offenbar schon eingesammelt zu haben, ohne es bemerkt zu haben. Und ich habe auch die Quests in den befreiten Städten, also in Korsi, Agwi und Magtai erledigt. Die waren ja, also in dem einen Fall mussten wir 10 Aquapuddinge töten. In einem anderen Fall mussten wir in die Korsi-Grotte und 3 Quale umbringen. Und im dritten Fall mussten wir auch in die Korsi-Grotte und ich glaube einen Feuersplitter oder irgendwie sowas holen, was man halt von einem Bomber kriegt, also als Loot. So, hier hätten wir theoretisch auch noch einen Auftrag. Die hier drin sind, die habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe bloß die gemacht, die draußen waren, weil ich halt einmal draußen war. Und nicht so viel Zeit halt verschwenden wollte. Wir sehen, wir haben noch einen Tag und 2 Stunden. Effektiv also 14 Stunden. Und es gibt hier noch Leute, mit denen wir reden müssen. Das wollen wir natürlich noch machen. Da hinten ist auch noch einer. Das ist, glaube ich, Trey da hinten. Werden wir mal schauen, was die hier noch so für uns haben. Na, wenn du mal nicht jemand aus der berühmt-berüchtigten Klasse 0 bist. Ihr sollt stark sein, aber kaum über Erfahrungen im Kampf Mensch gegen Mensch verfügen. Willst du wissen, worauf du in einer Schlacht achten solltest? Natürlich. Jeder Kadett ist mit einer Waffe ausgerüstet, die zu seinen magischen Fähigkeiten und seinem physischen Können passt. Dennoch kann im Kampf eine kleine Unaufmerksamkeit den Tod bedeuten. Wenn du unvorbereitet von einem Feind getroffen wirst, erleidest du großen Schaden. Daher solltest du im Kampf immer mit gezogener Waffe voranschreiten und nach Feinden Ausschau halten. Echt, das war jetzt dein Tipp, dass ich die Waffe draußen halten sollte? Na großartig. Egal. Missionsbeginn in 12 Stunden, wir haben Missionstag. Aber noch gibt es ein paar Gespräche zu führen. I'm busy, please make it quick. Mit Trey zum Beispiel. Hast du gehört, dass Togoroth vollkommen ausgelöscht wurde? Ja, ich war dabei. Die Kraft der Lassie des ersten Zirkels ist beeindruckend. Du weißt Bescheid über Lassie? Nö, erzähl mir bitte nochmal ein bisschen. Also ein bisschen weiß ich natürlich schon, aber es wäre schön, wenn du mir nochmal ein bisschen erzählen könntest. Im Grunde genommen ist ein Lassie ein Individuum, dem eine Bestimmung von einem der 4 Kristalle übertragen wurde. Der Kristall stattet seine Lassie mit überragender Macht aus, welche jedoch nur einem einzigen Zweck dient, seinen Willen auszuführen. Kann ein Lassie seine Bestimmung erfüllen, wird er selbst zu Kristall. Scheitert er, verwandelt er sich in ein monsterhaftes Wesen, Sieth genannt, okay? Komischer Name. Lassie sind quasi unsterblich. Sofern sie nicht von fremder Hand getötet werden, können sie bis in alle Ewigkeit leben. Interessant ist, dass weder Verstorbene noch in Kristall verwandelte oder zu Sieth gewordene Lassie jemals von uns vergessen werden. Dabei nimmt uns der Kristall doch die Erinnerung an jeden anderen Verstorbenen, damit die Trauer uns nicht davon abhält, weiterzukämpfen. Aber es gibt wohl keinen Grund für uns traurig zu sein, wenn ein Lassie nach einem langen Leben in Einsamkeit aus dieser Welt verschwindet. Also ich muss sagen, so beneidenswert sind die Lassie jetzt nicht unbedingt. Klar, das sind die mächtigsten, ne? Aber eigentlich haben sie kein wirklich schönes Leben. Sie sind ja nicht mal selbstbestimmt in ihrem Leben. So, wo gibt's denn noch was? Ich glaube, irgendwo gab's noch jemanden. Ach ja, natürlich. Ich wollte ja mit Ace hier rübergehen. Genau. So, ich habe nämlich noch gesehen, im Hinterhof des Klassenzimmers gibt es noch eine Gesprächsoption, die aber nur mit Ace stattfindet. Ich würde sagen, die restlichen Punkte geben wir dann bei unserem Mokri aus. Für noch ein paar Klassenstunden hier. Für noch ein paar Unterrichtsstunden. Oh, hier gibt's ja auch noch was. Hey, Sark. Hey! Kater, Entschuldigung, ich verwechsel euch immer. Und ihr seht, die hat auch das andere Kostüm an. Interessant, dass die es auch so tragen. Alles okay? Hey, ich habe was total Interessantes über Kurasame erfahren. Oh, lass hören. Kommandant Kurasame war einer der 4 Elementarwächter Rubrums. Das war eine Gruppe von 4 superstarken Kadetten. Irgendwie so wie wir, was?
Doch dann soll einer von ihnen die anderen drei verraten und unseren Kommandanten dabei schwer verwundet haben. Deshalb trägt er auch diese Maske. Der Verräter soll immer einen Kaktor bei sich gehabt haben. Und der soll sich noch irgendwo hier in der Akademie herumtreiben. Unser Kommandant hat immer einen Tomberry an seiner Stelle, oder? An seiner Seite, meine ich. Ob die anderen beiden Elementarwächter auch Monster als Haustiere hatten? Möglich. Weißt du, das heißt, sie sind jetzt einfach nur starke Kadetten gewesen, die halt auch einen Heldenstatus erlangt haben? Ich muss ja zugeben, ich hatte jetzt irgendwie ein bisschen mehr erwartet dabei. Hallo! Stimmt, du warst Zank gewesen. Ich kann die nicht unterscheiden, die Weiber. Alle haben ganz schön Angst vor den Kristallmanipulatoren. Schon verständlich, schließlich schneiden sie sie von der Macht unseres Kristalls ab. Könnte man so sagen. Außer uns. So, Ace, wird mal Zeit, ein Nickerchen zu halten, oder? Nur kurz ausruhen. You sure like Chocobos, don't you? Is that weird? Of course not. My little brother's a cadet. He really likes Chocobos too. So much so that he even insisted on naming my Chocobo. I actually came here today to see him, but he had to go on a mission at the very last minute. Elite cadets don't have it easy. We do our duty as cadets. You're very mature for your age. Unlike my brother. Can I ask, do you have any little brothers or sisters? Somehow you look like you do. Maybe. I really don't know who's older, who's younger. You don't know? Well, all Mother told us was that we're brothers and sisters. Even if they are my siblings, they tend to get in my way. I used to think that about my brother. Used to? Yeah. My brother was gifted enough to be an elite cadet. But he made me feel like a failure. So, I used to keep my distance from him. And it's different now? Yeah. After I realized that we're brothers. You know, real bona fide brothers. It took that long? Yes, maybe I was a little slow. But I don't think you've realized it yet yourself. Mm-hmm. The thing about siblings is, no matter how differently they think or how annoying they are, they share a common destiny. It's the epitome of unfairness, right? Yeah. I mean, it's not like I wanted to be a brother to any of those people. Someday you'll understand too. When you have brothers and sisters, that means that you're not alone. It's not like having a friend or a sweetheart. The bond is more gritty, you know? Kinda awkward, but comforting at the same time. It's not just because you're related. And it's not just from spending a long time living together. Well, that's my theory, anyway. So, what does the bond come from then? It comes from having to face our respective fates alongside each other. At least that's what I think. But hey, why am I going on like this? I guess I just needed someone to talk to, since I didn't get to talk to my brother. Thank you for standing in for my brother. Hey, what's your name? Izana. Izana. Na klar. Izana Kunagiri. So also hat Ace Izana kennengelernt und ich habe das Gefühl, dass das jetzt wirklich eine Erinnerung war, also dass er im Traum sich erinnert hat. Und das wird ja bedeuten, dass die Macht des Kristalls, was das Vergessen angeht, bei den Kadetten oder zumindest bei Ace nicht so richtig zu wirken beginnt, ne? Also das heißt, ich denke mal, das wird noch irgendwie ganz brechen, dieser Erinnerungsblock sozusagen. So, da wir jetzt ansonsten nicht mehr noch irgendwie raus müssen... Oh doch, ich will noch was machen, fällt mir gerade ein. Ich will noch ganz kurz ins Kristarium gehen, denn ich habe noch eine Mission nur zu erledigen. Und zwar habe ich doch die Geschichte Rubrums in der Corsi-Grotte gefunden. Die will ich natürlich noch abgeben gehen. Das wollen wir auf jeden Fall noch machen. So ein paar Nebenaufträge habe ich eben schon mit erledigt draußen im Felde. Ansonsten, so viel war es jetzt nicht. Was hätte es bei dir eigentlich gegeben? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern.
Ach ja, genau, das mit dem... Nee, das konnte ich jetzt eh noch nicht machen. Ich habe es wirklich mal probiert, auch jetzt mit dem höheren Level so einen Feldeinsatz mal anzunehmen, um mal zu schauen, wie es läuft. Aber keine Chance, keine Chance. So, du hast das mit dem Buch, ne? May I help you? Oho, du gehörst zur Klasse 0, ich habe eine Bitte an so einen Genie wie dich, bla bla. Ein Mitglied meines Forscherteams, kennen wir alles. Genau, finde die Geschichte Rubrums. Glücklicherweise habe ich es schon dabei. Good work. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Hier ist deine Belohnung. Ein Spitzhut erhalten. Okay, schauen wir noch mal kurz ins Inventar. Bei den Accessoires. Alle Magie plus 8. Okay, da müsste ich jetzt nur mal schauen gehen, wer denn so gut in Magie ist. Das, wen ich dafür jetzt spezialisiert hatte. Ich muss nämlich zugeben, ich habe bei den meisten die Magie jetzt rausgeschmissen. Oder, naja, nicht bei den meisten, aber bei manchen. Die Magie rausgeschmissen aus dem Repertoire, um einen zweiten Skill mit reinzubringen. So, gucken wir mal ganz kurz. Ausrüstung. Wer hat denn hier noch Magie? Du hast Feuerer. Was hast du denn für einen Magiewert? Feuermagie 68. Naja, gut. Bei Blitzger. Oh, der Blitzmagie 85 sogar. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Du hast gar keine Magie, du auch nicht. Blitzmagie 73. Na gut, die hier unten, die sind mir dann eigentlich relativ egal. Ich glaube, ich habe niemanden mit Doppelmagie. Nee. Dann würde sich das vielleicht bei 9 lohnen. Gut, die plus 10% sind ja jetzt eh nicht so viel. Ich glaube, ich verzichte mal da drauf, auch wenn er damit wieder unter die 1000 TP fällt. Aber Magie plus 8 ist schon nicht übel. Ist schon nicht ohne, muss ich sagen. Auch wenn ich seinen Feuerzauber jetzt nicht so oft benutze. Aber trotzdem würde ich ihn eigentlich ganz gerne anlegen. So, ihr seht auch, ich habe hier einen Haufen Zeug. Diese Regenhut, Regenmantel und so, das habe ich auch als Belohnung für getötete Gegner, glaube ich, bekommen. Ist jetzt aber nicht so der Shit, wenn wir uns das anschauen. Ich glaube, das ist für irgendwelche Zustandsveränderungen oder so. Naja, gut, egal. Lassen wir jedenfalls mal links liegen. Und was ihr hier noch sehen könnt, die Uniformen, was da links neben den Charakteren steht, das ist die Änderung zwischen der weißen Sommeruniform und der schwarzen normalen Uniform. Ihr seht, ein paar Leute haben die weiße an, ein paar die schwarze. Ich habe mir alle mal in weiß auch angeschaut. Die jetzt die weiße tragen, bei denen sieht es halbwegs passabel aus, bei den anderen sieht es nicht so gut aus, finde ich. Deswegen habe ich denen die schwarze gelassen. So, ich ziehe mal wieder mit Seven durch die Gegend. Wie gesagt, die ist so ein bisschen mein Hauptcharakter jetzt geworden, habt ihr ja auch am Level gesehen. Die ist Level 28, danach geht es erst mit Queen auf Level 26 weiter und dann die 25er. Naja, gut, wir haben jetzt soweit alle Aufträge, glaube ich, vollführt. Ich wollte noch mal kurz im Erzkristallium vorbeischauen, denn ich hatte schon ein bisschen meine Magie verstärkt, aber da geht noch ein bisschen mehr.